Hallo und herzlich willkommen bei Pradomate, heute mit zwei Sachen in dem Video, was ich euch zeigen will. Erstens geht es darum, wie vermeidet man 0 Punkte bei Squad Battles. Kennt ihr das? Ihr spielt Squad Battles, ihr spielt am Samstag, Sonntag vielleicht noch Squad Battles und plötzlich bekommt ihr 0 Punkte fürs Spiel und ihr versteht es nicht warum. Genau darum werden wir uns kümmern. Und das zweite, im zweiten Teil vom Video zeigen wir, warum es wichtig ist, erstens zur richtigen Zeit die Objekte anzubieten, die man hat auf der Transferliste. Warum es wichtig ist, am Donnerstag einzukaufen und welche Spieler die richtigen sind. Und ja, das alles schauen wir uns heute an. Also ich sage nur so viel, 400k Gewinn wären locker drinnen gewesen. Ist jetzt so, jetzt sind wir ungefähr bei 300k. Aber schauen wir uns das Ganze ein bisschen genauer an. Als erstes kommen wir zu Teil 1 des Videos. Wir kommen zu den Squad Battles. So, das sind die Squad Battles, Leute. Und die erste Frage, wie lange geht's noch? 2 Tage, 10 Stunden steht da bis zum nächsten Wettkampf. Es steht da ganz heraus, ist jetzt euren Rang im Moment, die Punkte. Und ja, 5 Minuten danach, also um 1.05 Uhr, gibt es dann die Rewards am Sonntag in der Nacht. Also von Sonntag auf Montag um 1.05 Uhr in der Nacht gibt es dann die Rewards. So, ja, grundsätzlich ist wichtig, welche Stärken das sind, welche Taktiken sind. Daran könnt ihr ein bisschen erkennen, wie gut sind die Gegner. Tue ich mir schwer gegen das Team. Auf welche Schwierigkeit kann ich spielen? Wenn der vielleicht eine Taktik eingestellt hat, dann wird es vielleicht schwer. Wenn der ein ziemlich guter Spieler hat, dann wird es schwer. Schaut euch das Team genau an. Manchmal sind einfach irgendwelche Spieler im Tor. Da jetzt nicht. Aber da hat dann 60er Bronze-Dormann drin. Da kannst du dann vielleicht auf einer höheren Schwierigkeit spielen. Das sind auch das meiste Bronze-Spieler. Da kannst du dann solche Spiele spielen auf Legende. Also unter 70 Spieler gehen die auf Legende. Und der Rest eher Weltklasse. Sowas, wenn ich spiele, überhaupt Profi. Aber ihr müsst nicht alle spielen. Ihr könnt es 10-mal aktualisieren. Sucht euch die Spiele raus, wo ihr wisst, ihr holt viel Punkte. Und dann kommen wir zum Punkt. Ihr könnt in Summe nur 10-mal 4 Spiele spielen. Plus die 2 Spiele oben noch, die Special-Spiele. Das heißt 42 Spiele. Was heißt das? Wenn ihr da jetzt immer aktualisiert und ihr kommt, dann habt ihr keine Aktualisierung mehr möglich. Könnt ihr zwar trotzdem noch aktualisieren. Wenn ihr das aber tut und ihr spielt es auch immer, dann bekommt ihr 0 Punkte. Und genau das ist dieser FIFA-Bug, dass man 0 Punkte bekommt. Das ist kein Bug. Ihr hat sich was dabei gedacht, aber sie ist dann einfach ganz schlecht, das den Leuten mitzuteilen mit einem Hinweis. So, ab jetzt gibt es keine Punkte mehr. Einfach einen Hinweis einblenden. Das schaffen sie nicht. Ja, ich hoffe, ich habe euch damit helfen können. Schon mal, wenn es euch geholfen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, auf jeden Fall dann auch. Und ihr seht, ihr habt noch 6 Aktualisierungen übrig und jetzt 4 Spiele. Also da steht das ganz genau. Und so könnt ihr euch das dann, wenn ihr da aufpasst und immer mitschaut, wie viel habe ich noch beim Aktualisieren und zwischenzeitlich vielleicht nachschaut, bevor ihr das letzte Spiel dann vor dem Aktualisieren immer spielt, dann sollte das hinhauen. Ich glaube, es ist ein Bug, dass wenn man alle 4 Spiele gespielt hat, oft gar nichts kommt, dass man wie viel Aktualisierung man noch übrig hat. Aber wenn man da rechtzeitig schaut, sollte man da gut unterwegs sein. Und ja, wie gesagt, wenn du spielst vielleicht gar nicht gegen die 86er Spieler oder nur auf niedrigem Schwierigkeitsgrad, spielst du das auf Halbprofi, spielst du das auf Profi, es sind mehr Punkte, als wenn du verlierst. Und ja. Und schaut, dass ein Elite-Rang erreicht, ihr bekommt 3 Bags, 3 ganz passable Bags immer, plus über 10.000 Münzen, das ist schon nicht so schlecht. So, dann kommen wir zum zweiten Teil des Videos und jetzt wird es richtig interessant, Leute. Denn es geht ums Trading. Und warum habe ich von 0 heute auf 276.000? Ich habe gestern einen Livestream gemacht und habe zu euch gesagt, kauft Diniz, kauft Muniz, kauft Sergio Robertos, kauft 82 und 83er Außenverteidiger, LMRF, genau, also linker Flügel, rechter Flügel, solche Positionen, kauft sie. Gut, ich habe gestern für ungefähr 60 Stück gekauft für 3.500 bis 4.000. Nicht alle, ich hätte viel mehr kaufen können, aber wir haben dann den Bergkamp gekauft, der hat 1,3 Millionen gekostet. Habe den zum Beispiel für 59 oder so gekauft. Sieht man das, wie viel das, oder was für 1.000? Man sieht leider nicht mehr, wie viel man zahlt hat. Okay, ja, aber die waren halt alle weit unter 4.000. Ihr seht, ich habe da jetzt einige verkauft, das sind die jetzt noch übrig waren. Ich glaube, ich habe nur 6, die ich noch nicht verkauft habe. Ich habe es jetzt immer unter, also der Maximalpreis im Moment ist jetzt 10.000. Ihr seht, ich habe da einfach variiert ein bisschen, um die Leute wegzubekommen. Ich hätte da noch mehr rausfahren können. Aber ich will es jetzt einfach losbekommen, weil am Abend ist es so, dass dann wieder Packs gezogen werden und dann fallen die Spieler wieder. Das heißt, man kann dann wieder nachkaufen. Der für 5k, Monier für 5k,
Da habe ich ein paar gekauft gehabt, aber auch nicht so viel. Aber man hat nur 50 Spiele auf der Beobachtungsliste. Und das ist das, was ich meine. Es ist besser, investiert in Spieler, die wisst, die steigen immer. Und wenn was kommt, dann steigen sie extrem. Aber wenn alle haben jetzt dafür, ich habe es auch gemacht, ich habe Dortmund-Spieler und Inter-Spieler gekauft gehabt, weil in Champions League ja, ist nichts gekommen. Und selbst wenn, dann wären es nicht gestiegen. Nicht viel. Und jetzt Bayern-Spieler ist jetzt, die wären gestiegen, wenn es richtig gekommen wäre, dass ab Pflicht Bayern-Spieler ist. Jetzt war es so, dass man Dortmund oder Bayern-Spieler hat können. Das heißt, die sind überhaupt nichts gestiegen. Ich verkaufe die. Zicke für das, was ich einkauft habe. Also, ich krieg da, das ist null. Einen habe ich, glaube ich, für 1500 gekauft, den habe ich halt mit ein bisschen Gewinn dafür, den anderen vielleicht mit 100, minus 100. Schau einfach, dass ich es jetzt los wäre. Ihr denkt sich da schon was. Und ja, warum sind die überhaupt so viel gestiegen? Der Grund ist die Wadi-SPC und die schauen wir uns noch genau an, damit ihr vielleicht das Verständnis dafür habt, warum das wichtig ist. Und wie gesagt, kauft es am Donnerstag oder wenn viele Packs geöffnet werden, morgen, übermorgen habt ihr wieder die Chance, aber kauft es rechtzeitig. Und wenn ihr den Wadi anschaut, ich hab glaubt, er kommt, und da kommen wir jetzt auch zum richtigen Zeitpunkt dazu. Ich hab glaubt, er kommt erst am Abend raus. Hab meine ganzen Spieler, meine Diniers jetzt schon anboten gehabt und hab dafür aber teilweise nur 5500 gekriegt. Hab mich auch gefreut, weil ich hab 3500 zahlt, 2000 Gewinn. Dann habe ich schon gemerkt, okay, geht für 6,5. Dann habe ich noch für 7 anboten, okay, ist auch weggegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt warten wir und dann ist es schon gewesen. Dann 9K plus, nehme ich mit. Könnt für 10K, aber dann ist halt viel schwerer zum Verkaufen und ich will es jetzt eigentlich loswerden bis zum Abend. Also ich will nicht jetzt da drauf sitzen bleiben, gar, dann es wieder runtergehen. Ich habe einige andere Spieler verkauft, 82er Innenverteidiger, könnt super verkaufen. Linksmittelfeldspieler, könnt super verkaufen, wenn man da schaut. Carrasco, der ist eigentlich wertlos. Seht ihr, 5K. Wenn ihr solche Spieler kauft habt, gratuliere. Ja. Bei dem nicht so viel, beim Blind wahrscheinlich auch nicht so viel. Also seht ihr, die gibt es dann relativ günstig. Aber man muss jetzt trotzdem rechnen. Die SPC kostet halt ungefähr 30k im Moment. Macht das, wenn es das macht im Moment mit Untrade, sonst macht es das nicht. Bigfoot auf den Sphärenmarkt suchen, wenn ihr den gekauft habt. Der ist auch so der Kategorie. Mega teuer. Ich mein, nicht so teuer wie der Ding halt waren. Ja, ich habe dann alles verkauft, machen jetzt nicht. So hat man die Untrade einmal auf der Transferliste lassen. Sie ist ja nicht so viel gestiegen. Ja, also gibt es sicher, wenn unter 1900. Ja, also ein bisschen gestiegen ist schon. Also als Erstbesitzer, deswegen gebe ich jetzt auch nicht unbedingt her. Weil dann vielleicht schon diese Swap-Icons kommen. Aber verkauft die Spieler, macht es Wadi noch nicht, wenn er euch interessiert. Ich meine, ich finde ihn okay, er hat halt 30er leider nur. Das Passen ist jetzt okay, das Dribbling ist jetzt, ja, Reactions ist halt geil und Ruhe, das ist schon richtig geil, der Rest ist okay. Die Karte ist gut, versteht es mir nicht falsch, aber wartet vielleicht, wartet nur vielleicht am Wochenende, dass die Karten wird, die. Wenn Samstag, Sonntag und vor allem heute viel gezogen wird, könntest du die Karten wieder billiger nachkaufen, die du jetzt teuer verkaufen kannst. Und da ist halt der entscheidende Faktor nochmal, ich will darauf hinweisen, kauft euch die richtigen Karten am Donnerstag, denkt mit, was für Positionen sind relevant. Ich habe jetzt eine Dinge gekauft, das heißt nicht, dass ihr Dinge kaufen sollt. Die LM, RM, RV, Andres, ist jetzt Sergio Roberto, 82er Linksverteidiger, 82er Rechtsverteidiger, 83er Rechtsverteidiger. Alle mega gestiegen. Einfach weil man bei dem Wadi-SPC, wenn wir es nochmal anschauen, was braucht man? Und genau das ist der Punkt. Man braucht bei der Wadi-SPC. So, wo ist er? Nochmal. Das wollte ich euch zeigen da. Aber man braucht 75 Chemie, okay? Und 83 Teambewertung. Das heißt, man muss schauen, dass auch die Positionen gut besetzt sind. Und man braucht LM und LV. Das heißt, man braucht beide. Und die müssen eigentlich den Link auf da oben haben. Es gibt viele Links in dem Team, also überall eigentlich, wie es das jetzt. Die könnte man am ehesten noch anders besetzen, aber gerade LMs müssten dann fast nur Chemie haben, weil ihr könnt dann nicht so viel, also ihr könnt vielleicht zwei Spieler wegtun, drei Spieler maximal, die nicht so auf Chemie sind und dann wird schon eng danach. Ja, und das ist nachher der Grund und auf sowas habe ich gewartet gehabt, ihr habt euch das gesagt, gestern im Stream habe ich gesagt, investiert in Dinge, kauft euch so viele ihr könnt, genau die Karten, kauft euch Dinge, kauft euch Dinge. Kauft euch Roberto, kauft euch Monet, kauft euch genau diese Karten. Ja, und genau das ist passiert. Und jetzt heißt es nicht mehr kaufen für euch, sondern warten. Vielleicht am Samstag, Sonntag gibt es das wieder billiger. Ich denke es, deswegen bitte meine alle an. Ihr seht, da werden noch nicht, also alle werden noch nicht verkauft. Ich hoffe, dass ich jetzt viel wegkriege. Was weggeht, geht weg. Und ja, ich hoffe, ich bleibe dann nicht auf irgendwelche sitzen. Ja, und ich hätte wesentlich mehr machen können. Hat es nicht für 5 bis 6K verkauft, also weil für 9K kriegst du das jetzt wahrscheinlich easy weg. Aber
Ja, so macht man jeder seine Fehler. Also, aber ich habe so viel Gewinn gemacht, dass ich das verschmerzen kann, dass ich die Hälfte vielleicht. Aber ich habe safe verkauft. Es hätte ja sein können, dass ihr das speziell nicht kommt. Dann habe ich trotzdem 2K Gewinn gemacht. Oder dass es nicht so weit steigt, weil nicht jede Karte ist so weit gestiegen. Der RV ist dann nur 5K gegangen. Also die 82er Karten sind nur 5K gegangen. Gut, die hast du jetzt nur für 1500 oder weniger kaufen können. Und die Nier ist halt richtig nice. Aber Mounier zum Beispiel letzte Woche war er auf 2,5. 3,3, kurz 3,5 sogar, wie die Ligen-SPC rausgekommen ist. Sergio Roberto hast die ganze Woche, oder das heißt, kannst du Wochen wie unter 2000 kaufen und jetzt hast du ihn für 5K verkaufen können. Also, ich habe ja mal mehr gehabt und die habe ich für 2,5 Euro verkauft. Schaut einfach, dass Gewinn macht. Ärgert euch nicht, wenn es nicht das Maximum wird. Es ist ja, ich hab da nicht einmal alles jetzt da. Ich habe ein paar für 9,9, ich hab kaum einen für 10. Also ich habe schon ein paar für 10 verkauft, ich habe viel mehr verkauft als ihr das jetzt. Aber ich habe wieder anbieten müssen, deswegen habe ich da keinen Platz jetzt lassen. Und ja. Aber wenn es das macht und ihr könnt jetzt da weg tun, glaube ich. Haben wir wieder was verkauft, ja. Aber ja, so ist es. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt es rein, habt ihr investiert gehabt? Oder hat es euch macht's ein Wadi? Würde mich interessieren, also, aber ich, wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt von meinen Livestreams, von meinen Videos und ja, schaut das nächste Mal rein, lasst ein Abo da, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr, ja, ich sag mal, benachrichtigt und ja, dann sage ich, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns am Abend im Livestream. Macht's gut, ciao!